Willkommen bei der Linken. Der zweite Integrationsgipfel ist Geschichte. Die gute Nachricht vorweg, er hat stattgefunden. Und damit wurde die Integration als gesellschaftliche Aufgabe aufgewertet. Und es ist allgemein anerkannt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die mittelprächtige Nachricht, es wurden Vorhaben verabredet, die zur Integration beitragen können. Ob das in der Praxis umgesetzt wird, muss sich noch zeigen. Und die schlechte Nachricht, es gibt keinen Paradigmenwechsel. Migrantinnen und Migranten werden in Deutschland noch immer als wirtschaftliche Lückenbüßer oder potenzielle Terroristen behandelt. Deshalb haben sich auch mehrere Verbände demonstrativ dem Gipfel verweigert. Die Linke hat einen anderen Ansatz. Wir werben für ein gleichberechtigtes und solidarisches Miteinander. Gute Integrationspolitik muss die kulturelle Vielfalt fördern und den sozialen Zusammenhalt stärken. Eine Leitkultur ist etwas völlig anderes und wird von uns abgelehnt. Und selbstverständlich müssen wir offen sein für Menschen in Not. Und auch davon ist die Bundesrepublik weiter entfernt als denn je. Und deshalb streiten Sie weiter mit uns für ein tolerantes Miteinander und schauen Sie wieder bei der Linken vorbei.